Tausende Besucher hat der Bauernmarkt in Alteneute auch in diesem Jahr wieder angelockt. Bereits vor der offiziellen Eröffnung am Sonntagvormittag herrschte dichtes Gedränge. Schirmherrin war in diesem Jahr Bundestagsabgeordnete Silvia Breher, die den Markt zusammen mit Heinrich Lücking vom Verein Bauernmarkt eröffnete. Musikalisch wurde die Eröffnung von den Jagdhornbläsern und dem Männergesangsverein Alteneute umrahmt. Im Mittelpunkt des Bauernmarktes standen Produkte aus der Direktvermarktung aus der Landwirtschaft, aber auch Handwerkskunst wurde gezeigt. Zudem beteiligten sich erneut öffentliche Vereine.